Vielen Dank. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident. Gewalt gegen Frauen ist ja ein ernstzunehmendes Thema, auch eins, was uns lange begleitet und auch weiterhin begleiten wird. Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch mal darauf hinweisen, dass wir den Gewaltbericht der ZGF in den nächsten Wochen erwarten. Es wird auch eine Rolle spielen. Wir haben am 25.11. den Tag der Gewalt gegen Frauen. Auch hier wird es eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben und auch in dem Zusammenhang stellt sich hier unser Antrag. Es ist folgende Situation, und das haben wir mit unseren beiden Punkten hier zum Mittelpunkt gemacht, ist die Finanzierung der Frauenhäuser. Wir haben Kontakt aufgenommen und uns angesehen, wie das aktuell aussieht. Und es ist ja so, dass die Frauenhäuser, es gibt 4 in Bremen, also beziehungsweise hier 2 von der AWO, das Autonome Frauenhaus, eins in Bremen-Nord und das in Bremerhaven, seit ungefähr 10 Jahren keinen Haushaltstitel mehr haben, sondern die Tagessatzfinanzierung nehmen müssen. Und das ist letztendlich ein Problem, weil die Frauen, die dort Hilfe suchen, gezwungen sind, zum Jobcenter zu gehen und ALG II zu beantragen, um diese Tagessatzfinanzierung für sich bzw. die Frauenhäuser zu gewährleisten. Das halten wir für einen sehr schwierigen Zusammenhang und finden es wichtig, dass man sich diese Umstellung auch noch mal genauer ansieht. Ich finde insofern das auch richtig zu sagen, wir müssen das überprüfen, ob das überhaupt eine gangbare Möglichkeit ist, im Prinzip diese Finanzierung quasi individuell den einzelnen Frauen zuzulasten. Das sehen wir als ein großes Problem. Und das zweite große Problem ist, dass die Frauen, die keinen Anspruch auf ALG II haben, in dem Zusammenhang durch den Rost fallen. Das heißt, es entsteht eine Situation, die gewissermaßen paradox bis pervers ist. Das heißt, eine Auslastung des Frauenhauses muss eigentlich gewährleistet sein, um die Frauen, die keinen Anspruch auf ALG II haben, letztendlich dort auch Hilfe zukommen zu lassen. Das ist etwas, was wir grundsätzlich vollkommen falsch finden. Und deswegen geht es uns jetzt heute dringlich auch darum, dass die Finanzierung für Frauen, die diesen Anspruch nicht haben, auf jeden Fall notwendig ist und nicht hinten runterfallen kann. Das trifft Frauen mit migrantischem Hintergrund. Es trifft auch verschiedene andere Zusammenhänge. Das heißt, letztendlich kann einem gewissen Prozentsatz an Frauen überhaupt nicht geholfen werden. Und es ist immer wieder ein Riesenproblem für die Frauenhäuser, denen unter den Armen zu greifen und sich das letztendlich mehr oder weniger vom Mund abzusparen, um hier auch Lösungen zu schaffen. Das ist keine gute Situation. In dem anderen Fall muss man auch bedenken, es ist ja für Frauen, die in einer, sagen wir mal, traumatisierten Zustand sind, ja auch kein Spaß, in dem Zusammenhang zum Jobcenter gehen zu müssen, um sich dann letztendlich diesen Tagessatz abholen zu müssen. Und die sind durch die Bank entsetzt, wenn sie das mitkriegen. Mal abgesehen davon, dass Situationen auftauchen, dass diese Frauen Schulden anhäufen. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Wir hatten ungefähr vor, ich weiß gar nicht mehr, einem Monat, 4 Wochen eine große Seite im Weserkurier, die diese Situation dargestellt hat. Und wir finden, dass das dringlich, wirklich dringlich Abhilfe geschaffen werden sollte. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir diese Finanzierung überprüfen. Ich möchte auch sagen, dass wir den Dringlichkeitsantrag hier der Koalition, inzwischen auch von CDU unterstützt, durchaus richtig finden. Das ist ein richtiger Antrag und uns ist das insofern ja, kommt es insofern entgegen, weil wir ja mit unserem zweiten Punkt genau das beabsichtigt haben. Was uns fehlt in dem Antrag, ist natürlich genau das, dass die Frauen, die durch den Rost fallen und jetzt nicht finanziert werden, hier nicht vorkommen. Deswegen möchten wir eigentlich, dass wir zum einen uns aktuell ansehen, was kann man tun, und das andere ist, dass wir uns perspektivisch mit der Situation beschäftigen, um dem Zusammenhang Abhilfe zu schaffen. Denn es kann nicht sein, dass letztendlich genau diese Situation von den Frauen privatisiert auch noch ausgetragen werden muss. Und das halten wir für vollkommen falsch. Und ich kann zwar verstehen, warum Frauenhäuser vor einiger Zeit dem nachgegeben haben, zu sagen, wir haben lieber eine gesicherte ALG II-Finanzierung, anstatt jedes Jahr um den Haushaltstitel zu fürchten. Aber das ist eine gewisse Zwangssituation, aus dem diese Entscheidung auch hervorgegangen ist. Und die möchten wir auch ein Stück weit revidiert haben und sagen, also an der Stelle ist es einfach nicht gerechtfertigt zu sagen, hier gibt es keinen Haushaltstitel, hier kann man sich nicht drauf verlassen und hier müssen wir
weil auch nicht davon auszugehen ist, dass diese Situation sich kurz-, mittelfristig und auch langfristig ändern wird, leider. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass Dunkelziffern ja auch nicht unerheblich sind in dem Zusammenhang. Möchten wir, dass diese Situation sich ändert, und bitten um Unterstützung für unseren Antrag. Danke. Das ist gut.